Was ist es eigentlich genau, das uns im alltäglichen Leben den Frieden raubt oder den Frieden unterminiert oder möglicherweise den Frieden gar nicht aufkommen lässt erst? Was genau ist das? Sind das äußere Umstände, zum Beispiel unsere Nachbarn, die uns nicht gefallen, die Probleme mit uns haben möglicherweise? Sind es unsere Kollegen, vielleicht nur ein paar, die uns mobben, die wir nicht so mögen, mit denen wir nicht richtig kommunizieren können? Oder ist es der Chef, ne, der uns Überstunden aufbrummt oder sehr autoritär ist? Sind es möglicherweise unsere Kinder, die schlechte Noten nach Hause bringen? Ist es der Partner, mit dem es nicht mehr so gut klappt? Oder der uns möglicherweise sogar signalisiert, dass er uns verlassen will? Das sind ja alles unschöne Dinge. Was ist es, was diesen Frieden im alltäglichen Leben untergräbt? Oder möglicherweise gar nicht erst aufkommen lässt? Kann natürlich auch sein, es sind politische Entscheidungen, die wir nicht mittragen können, die wir falsch für falsch halten, nicht nachvollziehen können. Vielleicht ist es Donald Trump, der ja gerade Furore macht und von dem wir ja alle hoffentlich meinen, dass er nicht amerikanischer Präsident wird. Und vielleicht haben wir Angst davor, dass das werden könnte. Oder die IS-Terroranschläge, Flüchtlingsströme, die jetzt ins Land strömen, die viele Menschen verunsichern. Ist es das, was den Frieden untergräbt? Oder ist es nichts von dem? Sind es vielmehr die inneren Zustände, also zum Beispiel das Plappermaul da oben in unserem Kopf, das unentwegt interpretiert und unentwegt bewertet? Und wir werden es nicht los, wie eine Maschine, läuft und läuft und läuft und bringt uns in Unruhe. Und natürlich auch die damit einhergehenden Emotionen. Wenn ich zum Beispiel dran denke, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen und denke, oh je, hoffentlich ist da kein Terroranschlag. Da kommt natürlich Angst auf, im Gefolge dieses Gedankens. Also sind es die Emotionen, die uns verwirren, die uns beunruhigen. Oder ist es möglicherweise beides? Das hat ja auch einen direkten Zusammenhang. Äußere Ereignisse, innere Ereignisse. Was ist die Antwort? Was untergräbt den inneren Frieden? Was unterminiert ihn? Oder lässt ihn möglicherweise gar nicht erst aufkommen? Was ist die Antwort? Also eins ist klar, natürlich können all diese Dinge, all diese Faktoren unseren inneren Frieden untergraben. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist aber doch, gibt es einen inneren Zustand, tiefer als all das, was man Emotionen und Gedanken nennen kann, der uns vor diesen schrecklichen Dingen teilweise oder beunruhigenden Dingen schützt? Gibt es diesen Zustand? Ich sage ja. Es gibt ihn. Und mir fällt da die Metapher des Wirbelsturms ein. Ein Wirbelsturm ist natürlich sehr zerstörend. Nicht? Der kann Bäume entwurzeln, der macht Häuser platt, der lässt Autos in die Höhe fliegen wie Medizinbälle. Wo er hinkommt, ist alles zerstört. Also eine ungeheure zerstörerische Kraft. Aber inmitten dieses Wirbelsturms gibt es etwas, das ist absolut ruhig, absolut stabil. Und das nennt man das Auge des Zyklons. Wenn du dich in diesem Auge befinden könntest, würdest du von diesem Wirbelsturm im Grunde genommen nur mitbekommen, dass es ihn gibt. Aber du selber wärst davon nicht berührt. Du wärst geschützt. Aber was macht dieses Auge so stabil? Die Stabilität kommt aus der Leere. Da ist nämlich gar nichts. In diesem Raum ist wirklich nichts. Stille, absolute Ruhe. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, gibt es so einen Raum auch in mir?
Gibt es möglicherweise so einen Raum, in dem ich auch geschützt bin vor den Wirbelstürmen des Lebens, vor den Unruhen, vor den Ereignissen, über die wir vorhin gesprochen haben, sowohl äußerlich als auch in mir selbst emotional? Es gibt diesen Raum. Und mein Buch Mindcrash zeigt auf, wo wir erstmal feststecken im Mind, sodass wir diesen Raum einfach nicht entdecken können. Wir sind gebannt vom Wirbelsturm. Wir sind gebannt von all den Dingen, die um uns herum passieren. Und dieser Raum bleibt unentdeckt. Aber wir können ihn entdecken. Und das ist der Inhalt dieses Buches. Erstmal aufzuzeigen, wo stecken wir fest? Wo steckt der Mind fest? Was ich Mindfuck nenne. Und dann so ungefähr von der Hälfte des Buches einige Strategien, die uns helfen können, in den Mindcrash zu kommen. Was natürlich nicht bedeutet, dass der Mind crasht. Der Mind ist sogar danach funktionell besser als vorher. Präziser, klarer. Aber diese Vorstellungswelt, die uns sozusagen bannt und die uns involviert in dieses äußere Geschehen, die kann durchschaut werden und plötzlich kann dieser Raum entdeckt werden, der so absolut stabil ist, obwohl er total leer ist.